Hallo Gabi Moser, ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast für ein Gespräch zu deinen Erfahrungen mit der Plattform, die im Rahmen des EU-Projekts Web 2.0 European Resource Center entwickelt worden ist. Danke für die Einladung zu diesem Interview. Also, mein Name ist Gabi Filzmoser und ich bin Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser Österreich. Die Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser Österreich ist sozusagen der Dachverband der österreichischen Bildungshäuser. Ja, also wir haben 20 Mitgliedshäuser bei uns im Verband und ja, haben mit pädagogischen Mitarbeiterinnen eben dieses Web 2.0 Seminar gemeinsam gemacht. Ja, und ich denke, über das werden wir jetzt ein bisschen plaudern. Genau, vielleicht sagen wir noch zu, dass das Seminar fand statt Ende Juni am Ende BIFEP, Juni. das ist das Bundesinstitut für Erwachsenenbildung in Genau. Strobl am schönen Wolfgangsee. Genau, so ist es. Wir haben uns dort 3 Tage Präsenz getroffen, haben dort auch begleitend die Plattform eingesetzt und einige Materialien aus dem Projekt. Dann gab es eine relativ kurze Online-Phase, es waren ungefähr 10 Tage. Und abschließend nochmal ein Treffen live online in diesem Konferenzsystem, das wir jetzt auch verwenden. Das Genau. war eigentlich, glaube ich, nochmal eine gute Gelegenheit, damit sich da alle nochmal zum Abschluss wiedersehen können. Ja, was war dein persönlicher Eindruck von dem Kurs? Ja, also die Rückmeldungen zu dem Seminar waren allgemein sehr gut. Also es waren alle sehr zufrieden. Jeder hat etwas mit nach Hause nehmen können. Vor allem so der Überblick über die Tools, die es gibt und die Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Das war, glaube ich, so die allgemeine Rückmeldung, also was die Teilnehmerinnen am meisten mitgenommen haben. Als Organisatorin von dem Seminar darf ich ja ein bisschen selbstkritisch sein. Und was ich absolut unterschätzt habe, ist das Niveau der Teilnehmerinnen. Also es war ein sehr unterschiedliches Niveau der Teilnehmerinnen. Also es waren manche dabei, die wirklich auch Probleme hatten mit dem Basiswissen des Umgangs mit PCs. Und andere waren dabei, die haben manche Tools schon eingesetzt und das hat natürlich manchmal ein bisschen zu Verzögerungen einfach auch geführt. Wie hat dir gefallen die Kombination aus Präsenzphase, gleichzeitig diese Plattform zu verwenden und dann noch eben das synchrone Online-Meeting dazu? Also das wird auch eine Ja, Kombination aus. also die Kombination, die ist sicher sehr interessant und sehr geeignet dafür. Spannend war vor allem auch die Eingangsphase, also wo eben die Teilnehmerinnen vor dem Präsenzseminar schon aufgefordert wurden, dass sie sich in dieser Plattform einloggen sollen. Das war eine interessante Geschichte zu sehen, wie langsam die Leute da hineinkommen und ja, einer nach dem anderen sich da anmeldet. Ich persönlich hätte es dann noch spannend gefunden, wenn du auch schon ein bisschen ein Dialog, vielleicht auch schon eine Kommunikation schon stattgefunden hätte. Also das war nicht der Fall. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Teilnehmerinnen eben mit dieser Technik oder mit dem Gedanken noch gar nicht so umgehen können, dass man ja da im Vorfeld sich schon austauschen könnte. Aber da könnte man natürlich eine Frage stellen, und zwar könnte das sein, die auch schon die Erwartungen an den Kurs und die Ja. Diskussion dieser Erwartungen. Ja. Ich glaube, das wäre Das eine gute Frage, um vorher schon Kommunikation in Gang zu setzen. wäre vielleicht die Idee, ja genau. Finde das als eine gute Idee, sich nachträglich dann noch einmal hinzusetzen, sich noch einmal zu treffen und Nein zu treffen und noch einmal auszutauschen. Also das finde ich eine interessante Geschichte. Gut. Fein. Ja, dann nochmal vielen Dank. Erstmal für deine engagierte Teilnahme und zweitens, dass du jetzt hier noch für das Interview dir Zeit genommen hast. Ja, gerne. Wir sehen uns bald wieder.